Wir haben mit der Simulationsanlage für Treibstrahlen hier eine weltweit einzigartige Vakuumanlage, die in der Lage ist, das Vakuum zu halten, während ein Triebwerk feuert. Und damit können wir die Treibstrahlausbreitung aus diesem Triebwerk in der weltraumähnlichen Bedingungen simulieren. Und das ist wichtig, weil wir zum Beispiel schauen wollen, ob der Treibstrahl Materialien im Weltraum kontaminiert. Der Treibstrahl expandiert anders im Weltraum, viel weiter. Das Gas möchte überall hin. Und wir können es mit unserer einzigartigen flüssig-heliumgekühlten Kryopumpe wegpumpen. Das ist das Besondere an dieser Anlage. Und die hat sonst in dieser Form keine andere Anlage in der Welt. Und deswegen kommen auch die Kollegen von NASA JPL zu uns, um hier ihre Kontaminationsuntersuchungen an verschiedenen Weltraummaterialien durchzuführen. We from JPL have partnered with DLR in support of advanced technology development for the Europa Lander, and we'll be looking for biosignatures in one of the moons of Jupiter. And this facility at DLR offers unique capabilities that are only available here for the type of plume testing that we need for the mission. Wir untersuchen ja hier Satellitenantriebe und das Thema Kontamination geht in zwei Richtungen. Das eine ist vor allen Dingen in wissenschaftliche Missionen, also in die Weltraumerkundung. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass man eben keine Oberflächen beschmutzen möchte, die für das Weltraumzeug eine funktionale Oberfläche sind. Also zum Beispiel optische Eigenschaften ändern sich, wenn sich dort also Dreck ablagert auf diesen, bei Teleskopen oder Linsen. Und zum anderen, und dafür ist es für das JPL interessant, diese sogenannten Sample-Return-Missionen. Also die fliegen irgendwo hin und wollen eine Probe nehmen und zurück zur Erde bringen. Und beim Landen auf der Planetenoberfläche müssen sie Bremstriebwerke zünden. Und jetzt wollen wir nur rauskriegen, wie viel Treibstrahl kommt auf die Landefläche und wie viel von dem Zeug, was sie dann dort, also aus Samplen, kommt denn tatsächlich dann wieder zurück zur Erde. Nicht, dass sie sich dann wundern, dass sie auf dem fremden Planeten Spuren von Ammoniak gefunden haben. Das wird eine interessante Auswertung werden, um zu sehen, ob man schon eine Art Trend, eine Art Generalisierung ablesen kann, um tatsächlich das Triebwerksverhalten dann auch für größere Triebwerke zu skalieren in einem Ingenieurmodell. Die offensichtlichste Beobachtung, die wir jetzt schon machen können vor der chemischen Analyse, ist, dass wir bei den beiden Triebwerken, die wir getestet haben, die an und für sich den gleichen Typus haben, ganz radikal unterschiedliche Ergebnisse gesehen haben in der Art der Probenbeaufschlagung und in der Kontamination, die wir auf manchen der Proben direkt mit bloßem Auge sehen können. Und das ist ein bisschen verwunderlich, das hätten wir jetzt gar nicht so gedacht. Wir müssen der Sache noch ein bisschen auf den Grund gehen, woran das jetzt konkret liegt. Aber alles in allem würde ich sagen, was die Chemiker uns liefern werden an Oberflächenanalysedaten, das wird noch eine ganz spannende Sache. Wir werden jetzt die Proben einzeln nach der Probenart trennen, in Transporttabletts packen und kontaminationsfest verpacken und in spezielle Beutel einschweißen. Und dann kommen die in einen Karton und werden in die USA verschickt, denn wir haben hier vor Ort nicht die Möglichkeiten der chemischen Analyse in dem Maße, wie das die Kollegen vom JPL haben. We saw impact features on our aerogel samples, which means we have great results. Previously, we had looked at data showing us
the composition and deposition from plumes. So we probably have a great cache of data as a result of this experiment. Das hat Spaß gemacht, da haben wir viel gelernt, das würde ich auch gerne nochmal machen. Es gibt ja noch genug Triebwerksarten, die man sich anschauen kann.